sind Sie nun eine weitere Folge der Erfolgsserie Bonanza. Diesmal mit dabei Gregor Gysi, Jürgen Weber-Lümmer, Featuring Rudi Rüssel und vielleicht auch mit mich. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So ein Mist, ich bin schon wieder zu spät dran. Zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass ich gestern Sex mit Jürgen Möllemann hatte. Und der war sehr gut. Aber das nur nebenbei, am Rande. Der Alte ist halt gut drauf, das ja. Habe ich im Urin. So, und damit Spaß beiseite, denn wie Sie wissen, ist heute Samstag und samstags wird immer Bingo gespielt. Ah, Bingo, super. Da spiele ich aber nicht mit, ihr könnt mich mal. Schieß los, Rita. Also, die erste Zahl ist die 5. Bingo. Welcher Idiot war das? Frau Präsidentin, ich bitte vielmals um Entschuldigung, ich war wohl etwas übermotiviert. Jetzt pass mal auf, Möllemann, ich hab im Moment noch gute Laune, also setz dich lieber hin und halt die Fresse. Scheiße. So, weiter geht's mit der 17. Entschuldige, Ingrid, dass ich zu spät bin, mein Wecker hat nicht geklingelt. Hör doch auf, du warst wieder im Puff. Oh, ich glaube, es ist sogar ein Stück. Hey. 7. Die Zahl habe ich auch. Die 9 ist es. So eine große Zahl gibt's doch gar nicht, Rita. Auf zu flunkern. Unglaublich. Nummer 44. Pressler, das geht mir alles zu schnell. Ja. Die nächste Zahl ist die 28. 17. Ich hab alle Zahlen richtig. Kann nicht mehr lange dauern. 12. Bingo, wa? Na, wer hat das jetzt gesagt? Na, ich, gnädige Frau. Also, wenn ich mir hier meinen Zettel betrachte, dann finde ich doch einige Zahlen, die Sie gerade aufgerufen haben. Das ist zunächst mal, wenn ich ausführen darf, die 2, die 9, die 57, Gysi. Aber außerdem habe ich noch die 3, die 99 und die 104. Gregor. Die 104 habe ich sogar zweimal, ja? Schön, was für Zahlen Sie kennen. Wirklich toll, Herr Gysi, aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich Ihnen gar nicht erlaubt mitzuspielen. Wie bitte? Moment mal. Tschüss, Gysi. Mach, dass du Land gewinnst. Den hat die Rita ganz schön verarscht, weißt du? Nach Hause, hat er wirklich. Mann, ist ja wie im Osten. Das gibt's ja denn. Ich hab ja auch Bingo. Hey Rita, der Helmut hat Bingo. Klasse, Helmut, dann sag doch bitte deine Zahlen laut, damit ich das überprüfen kann. Rita, also jetzt pass mal auf, ich muss dir mal was klarstellen. Wenn der Helmut sagt, er hat Bingo, dann hat er auch Bingo. Vielleicht kannst du das endlich mal kapieren. Also gut, Helmut, du hast wohl gewonnen. Ich glaube, der Schäuble will unbedingt Kanzler werden, weißt du? Wieso ist der Joschka auf einmal so schlank und ich nicht? Wo zum Teufel fährt der Rudi hin? Und warum habe ich den Berti so lieb? Antworten auf diese und andere Fragen in der nächsten Folge von Bonanza.